Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nachdem wir bereits im Dezember vergangenen Jahres auf Antrag meiner Fraktion über die deutlichen Verschlechterungen des neuen Bahnfahrplans debattierten, steht das Thema heute wieder auf der Tagesordnung. Und zwar deshalb, weil wir es für dringend erforderlich halten, kurzfristig Veränderungen herbeizuführen. Aus Sicht der vielen Betroffenen ist der jetzige Zustand unhaltbar. Es muss alles daran gesetzt werden, um zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel im Juni machbare Verbesserungen zu erwirken. Im Internet fand ich gute Vorschläge der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern des gemeinnützigen Fahrgastverbandes ProBahn zu den in der Regel im März stattfindenden Fahrplankonferenzen der Landesverkehrsgesellschaft. Diese waren sehr gut strukturiert und beinhalteten Vorschläge für einzusparende und zusätzliche Zugleistungen sowie zu zeitgleich leicht anzupassenden Zugleistungen. Der Haken: Diese Vorschläge beziehen sich auf die Fahrpläne von 2005 und früher. Damals war Hauke Juranek derjenige, der dieses Material erarbeitete. Dr. Juranek war im Herbst vergangenen Jahres auch als Vertreter von ProBahn bei der nicht öffentlichen Anhörung im Energieausschuss als Sachverständiger mit dabei, als es um die Weiterentwicklungsmöglichkeiten für ein landesweit nachhaltiges, effizientes, intermodales ÖPNV-SPNV-Angebot ging. Aber genau um die zeitlich leicht anzupassenden Zugleistungen geht es uns in unserem Antrag. Dort, wo es möglich ist, zeitliche Veränderungen vorzunehmen im bestehenden System, muss eine Optimierung von Abfahrts-, Ankunfts- und Umsteigezeiten erwirkt werden. Uns ist klar, und das stelle ich voran, dass es den großen Wurf so schnell nicht geben wird. Uns ist sehr wohl bewusst, dass es sich um eine komplexe Materie handelt. Die Komplexität kann und darf jedoch keine Entschuldigung dafür sein, überhaupt nichts zu tun. Kurzum, ich erwarte anstelle von Belehrungen und dem Zuschieben des schwarzen Peters auf die Deutsche Bahn heute konstruktive Lösungsvorschläge oder zumindest ein Angebot, was gemacht werden kann, um dem SPNV-Desaster zu begegnen. Die Bahn ist aus dem Takt geraten, daran gibt es keinen Zweifel. Die Bahnnutzerinnen und Nutzer sind in höchstem Maße unzufrieden, das ist Fakt. Für einige Verspätungen und längere Fahrzeiten gibt es Gründe, die schwer beeinflussbar sind. Notwendige Bauarbeiten, die dazu dienen, dass es danach besser wird, müssen die Bahnkundinnen und Kunden wohl oder übel in Kauf nehmen. Nicht zu akzeptieren ist jedoch, dass Fernzüge aus Richtung Süden nun schneller in Berlin sind, dafür in Berlin die gewonnene Zeit herumstehen, um dann erst in Richtung Norden zu fahren. So haben seit Eröffnung der Schnellfahrtstrecke Erfurt-Halle mehrere Fernzüge über 40 Minuten Aufenthalt in Berlin. Das trifft zu für den ICE 1537 am Samstag von Frankfurt-Main über Halle nach Binz. Das trifft auch für den ICE 1739 von montags bis donnerstags von Halle nach Stralsund zu. Dieser hält außerdem nicht in Züssow. Würde man diesen Zug mit kurzem Berlin-Halt weiterschicken und zusätzlich in Züssow halten lassen, wären die Usedom-Fahrgäste eine Stunde früher am Ziel. Da das der Fernverkehr ist, muss das auf dem Verhandlungswege mit der Deutschen Bahn geändert werden. Weitere Beispiele. Der ICE 1524 von München nach Stralsund hält planmäßig 14:11 in Züssow und ist 14:46 in Stralsund. Fast zeitgleich fährt auch der Nahverkehrszug der UBB ab Züssow nach Stralsund. Beide Züge, also Fern- und Nahverkehr, sind nicht mehr aufeinander abgestimmt. Daran lässt sich etwas ändern. Der Regionalexpress 5 aus Berlin über Grimmen nach Stralsund hat am Wochenende bis Mitte Mai nur Anschluss nach Bergen, nicht nach Binz. Damit hat ausgerechnet der direkte Zug aus der Hauptstadt keinen Anschluss ins Ostseebad. Die Rügen-Fahrgäste werden also den RE3 über Pasewalk nehmen, der ohnehin schon wegen der Usedom-Fahrgäste gut gefüllt ist. Auch das ließe sich verändern. Langfristiges Ziel muss es sein, dass es wieder eine Verbindung von Swinemünde-Heringsdorf nach Stralsund mit Anschluss nach Barth bzw. umgekehrt gibt.
Mit der sogenannten Vorpommernbahn konnte man diese Strecke ohne Umsteigen fahren. Nur dann hat auch das Projekt Darßbahn eine Chance auf Umsetzung. Auch muss es wieder durchgehende Regionalzüge von Berlin auf die Insel Usedom geben. Das ist zumindest ein langfristiges Projekt und würde dem Projekt Karniner Brücke Aufwind geben. Genau wie eine durchgehende Südbahn mit Durchbindung bis Schwerin statt Hagenow-Stadt. Die Vorschläge von ProBahn zur Südbahn und zur Stärkung Schwerins als Umsteigeknoten nach Hamburg sollten ernsthaft geprüft werden. Weshalb fordern wir eine Fahrplankonferenz? Die landeseigene Verkehrsgesellschaft VMV und damit die Landesregierung macht offensichtlich ein Geheimnis aus diesen Fahrplankonferenzen. Oder sie finden gar nicht statt. Auf der Seite der Landesverkehrsgesellschaft suchte ich vergebens nach einem Hinweis auf die nächste Konferenz. Der zuständige Mitarbeiter war telefonisch nicht erreichbar. Aus Antworten zu kleinen Anfragen konnte ich entnehmen, dass in der Regel der März dafür genutzt wird. Zumindest war das noch vor 10 Jahren so. Sie fiel auch schon mal aus. Das zumindest geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage von Kollegin Schlupp aus dem Jahre 2006 hervor. Stattdessen wurden die Fahrplanentwürfe den einzelnen Ansprechpartnern, kreisfreien Städten und Landkreisen zugesandt. Die Fahrplankonferenz fand auch schon mal später statt, sinnigerweise nach Trassenbestellschluss. 2005 fragte Kollegin Schlupp nach, was die Gründe dafür waren. Die Antwort vom damaligen SPD-Wirtschaftsminister Otto Ebnet lautete wie folgt. Demnach wurden die Planungen des Fernverkehrs erst sehr spät bekannt, weil der Fernverkehr von den Zeitlagen des integralen Taktfahrplans abwicht, waren kurzfristig noch zahlreiche Anpassungen der Fahrplanlagen beim Schienenpersonennahverkehr erforderlich. Offenbar gab es also auch früher schon Abstimmungsprobleme. Falls also die nächste Fahrplankonferenz im März stattfinden sollte, darf es nicht nur um den kommenden, sondern muss auch um den aktuellen Fahrplan gehen. Und es sollten Eisenbahnerinnen und Eisenbahner aus der Praxis dabei sein. Ohne den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verkehrsgesellschaft und der Abteilung im Ministerium die Kompetenz absprechen zu wollen, das Ergebnis, was wir heute erleben, ist großer Murks. Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Das Agieren der Landesregierung und der zuständigen Verkehrsgesellschaft beim Zustandekommen der Fahrpläne ist zudem nicht mehr zeitgemäß und muss sich grundlegend ändern. Dass es auch anders geht, will ich an den Beispielen Baden-Württemberg und Thüringen erläutern. Dort gestalten die Bahnnutzer die Fahrpläne mit. Zunächst werden regionale Fahrplankonferenzen durchgeführt, um Verbesserungen beim regionalen Fahrplanangebot des Schienenpersonennahverkehrs zu diskutieren und umzusetzen, offen für alle Interessierten. In Baden-Württemberg gibt es sogar eine Antragskonferenz im Frühjahr und eine Verkündungskonferenz im Herbst. Neben den Verkehrsunternehmen und dem Aufgabenträger der landeseigenen für den SPNV zuständigen Verkehrsgesellschaft sind auch IHK, Kommunen, Fahrgastverbände, Schulen, Betriebe mit dabei. Die Fahrplanentwürfe werden im Februar im Internet veröffentlicht und eine Bürgerbeteiligung durchgeführt. Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer können sich detailliert informieren und sollen ihre Erfahrungen und Anregungen einbringen. Die Resonanz auf die bisherigen Fahrgastbeteiligungen ist so groß, dass die Bürgerbeteiligung fortgeführt wird. Die eingereichten Vorschläge werden nach Möglichkeit in den Fahrplan eingearbeitet und diese Fahrplanentwürfe schließlich auf ihre Durchführbarkeit durch die Verkehrsunternehmen und die Netz AG überprüft. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen sind dann Thema der regionalen Fahrplankonferenzen im Herbst und werden wiederum auf der Homepage für alle zugänglich veröffentlicht. In Baden-Württemberg und Thüringen wird das Optimum aus dem Fahrplan herausgeholt. Was dort geht, muss sich auch in Mecklenburg-Vorpommern verwirklichen lassen. Sehr geehrter Kollege Schulte, Ihren Vorschlag, den Konzernbevollmächtigten der Bahn in den Verkehrsausschuss des Landtages zu holen, den tragen wir mit. Allerdings ist fraglich, wann der denn Zeit hat und ob das etwas ändert. Ich bezweifle das. Das Bahnangebot in Mecklenburg-Vorpommern interessiert die Deutsche Bahn offenbar so wenig, als wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ich fürchte,
Der Nordosten ist abgeschrieben. Wir können uns nur selber helfen. Ich bitte deshalb um Zustimmung zu unserem Antrag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie uns Wahlkampf vorwerfen, das nehme ich einfach so hin. Wann machen Sie keinen Wahlkampf? Ja, okay. Also, wann machen Sie keinen Wahlkampf? Das gilt natürlich für alle Beteiligten hier im Hause, das so kurz. Ja, was auch nicht Schlechtes ist. Genau, genau. Das gehört zur Demokratie dazu. Ich möchte auch noch mal einen kurzen Rückblick zur Dezember-Sitzung wagen, weil das ja hier kritisiert wurde, wir würden überhaupt nichts Neues erzählen und wir würden auch nichts Neues erfahren. Ich meine, dass wir nichts Neues erfahren haben, das finde ich ja doch dann ziemlich bedauerlich. Allerdings betrifft das nicht nur uns. Also in Vorbereitung auf diese Sitzung habe ich also das Plenarprotokoll noch nicht finden können. Deshalb musste ich das aus meinem Gedächtnis machen und natürlich ist mir auch einiges im Gedächtnis geblieben. Also Fakt ist doch gewesen, dass auch der Minister letztens sozusagen quasi zugeben musste, dass er dieses, wenn Sie es nicht den Desaster nennen wollen, dann zumindest die großen Probleme, dass die für ihn nicht überraschend gekommen sind, sondern dass sie dazu nichts gesagt haben, uns sozusagen noch dazu vorgeworfen haben, wir hätten das aus der Debatte im Verkehrsausschuss heraushören müssen. Das war natürlich nicht so. Ich bin froh, dass der Kollege Schulte das auch nicht erkennen konnte. Also Sie wollten uns sozusagen weismachen, dass wir das genauso hätten sehen können und dass der Vortrag von dem Kollegen der DB Netz AG vor der Sommerpause 2015, ich sage vor der Sommerpause 2015, die Auswirkungen erkennen ließ. Also wenn Sie das erkannt haben, dann ist der Dezember, in dem Sie sozusagen die Maßnahmen, die Sie heute noch mal dargelegt haben, definitiv zu spät gewesen. Also wenn Sie das vorausgesehen haben, dann hätten Sie Maßnahmen deutlich früher auch einleiten müssen. Das haben Sie nicht getan. Deshalb wage ich auch daran zu zweifeln, dass Sie ausreichend informiert gewesen sind. Und das ist an sich schon ein Kritikpunkt wert. Das Land bedient sich seit 1995, also seit über 20 Jahren, der VMV, also der landeseigenen Verkehrsgesellschaft. Um auf meine Beispiele in der Einbringung zurückzukommen, ich will das jetzt nicht alles nochmal vorlesen, aber nach meiner Auffassung dürfte es alleine die Entscheidung des Landes gewesen sein, den Regionalzug von Berlin nach Rügen in Bergen und nicht in Binz enden zu lassen. Es dürfte übersehen worden sein, dass ein ICE und ein UBB-Zug zeitgleich dieselbe Strecke fahren und dass das aber nicht mehr miteinander abzustimmen ist, dass die Anschlüsse nicht mehr passen. Sie sagten im Dezember, dass seit einem halben Jahr verhandelt wurde. Sie sagten auch, Herr Minister, dass das Land sich die Trassen zuweisen lassen muss. Hat sich da an der Verfahrensweise in den vergangenen Jahren etwas geändert? In der kleinen Anfrage von Kollegin Schlupp, da möchte ich noch mal drauf zurückkommen, da ist nämlich geantwortet worden, dass es damals Termine gab, so war Mitte April 2005 der Anmeldeschluss bei der Deutschen Bahn Netz AG für die Bestellung der Fahrplantrassen für den Jahresfahrplan 2006. Werden die Trassen nun bestellt oder weist die Bahn die Trassen zu? Diese Abläufe sind mir nach heutiger Aussage überhaupt nicht klar. Bis zuletzt hat man versucht, eine völlige Neutaktung zu vermeiden. Deshalb habe man sich erst so spät für ein Gutachten entschieden, haben Sie gesagt. Das von Ihnen in Vorbereitung befindliche oder in Auftrag gegebene, also es ist noch nicht in Auftrag gegeben, wie wir es heute gehört haben, Gutachten wird den Taktfahrplan auf den Kopf stellen, neue Trassen, Verbindungen, Ausweichstellen suchen. Im Ergebnis können überall neue Verträge abgeschlossen werden müssen. Ich frage deshalb nach, das muss Ihnen doch klar gewesen sein, die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Schnellbahnfahrstrecken und die Auswirkungen auf den Fernverkehr im Norden kamen doch nicht über Nacht. Wer ist denn für den Fahrplan, die Verbindung und Trassenfindung sowie für die Verträge zuständig? Das ist doch originäre Aufgabe der Verkehrsgesellschaft. Wird ein Gutachter oder ein externer Sachverstand gebraucht, ist das ein Zeichen von entweder zu wenig Personal
oder auch fehlender Fachkunde. Bei den Verträgen hat man sich scheinbar auch über den Tisch ziehen lassen. Das ist zumindest meine Auffassung. Hat das Konsequenzen? Wenn ja, welche? Etwas mehr Aufklärung und wirkliche Einbeziehung, auch von uns, hätte vielleicht manches vermeiden können. Es erspart unangenehme kleine Anfragen und öffentliche Bemerkungen. Ich übe weiter Kritik an der Verkehrsgesellschaft. Allein der Internetauftritt lässt Schlüsse zu. Aktuell werden die Verkehrsverträge von 2014 aufgelistet. Die von 2013 sind auch zu finden, aber nicht die aus dem Jahr 2015 oder von diesem Jahr. Wer wissen möchte, durch wen diese Leistungen erbracht und mit welchem Anteil, findet die Zahlen- und Eisenbahnunternehmen von 2014. Bei den verkehrspolitischen Zielen der VMV ist unter anderem Folgendes vom Geschäftsführer Detlef Lindemann zu lesen. Ich zitiere: Wir wollen die Menschen in die Bahnen holen. Dazu soll der Bahnverkehr noch attraktiver gemacht werden. Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr zu einer vollwertigen Alternative zum Individualverkehr ausbauen, um der Verlagerung des Verkehrs von der Schiene auf die Straße noch stärker entgegenzuwirken. Dazu gehört die Einbeziehung aller Verkehrsmittel und ein integriertes Bedienungsangebot mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen und Tarifen. Zitat Ende. Das klingt wie Hohn angesichts der tatsächlichen Zustände. Ich würde gern wissen wollen, wann diese Seiten das letzte Mal aktualisiert wurden. Nach Ansicht meiner Fraktion liegt vieles im Argen, ob Sie das nun Desaster nennen wollen oder nicht. Und es muss sich vieles verändern bei der Fahrplanerstellung. Statt zu mauscheln hinter verschlossenen Türen, muss es künftig Transparenz und eine Bürgerbeteiligung geben. Die Bahnnutzerinnen und Nutzer sollen mitgestalten können. Zuerst jedoch müssen wir versuchen zu retten, was zu retten ist. Eine Fahrplankonferenz mit den Praktikern und den Nutzern muss so schnell wie möglich einberufen werden. Baden-Württemberg und Thüringen haben ebenso mit der DB AG als Verhandlungspartner zu tun. Es geht also, die Bahn dahin zu bringen, wohin man sie haben will. Und dann möchte ich noch darauf eingehen, dass Sie uns sozusagen quasi vorgeworfen haben, wir würden Politikverdruss verstärken oder hervorrufen. Natürlich ist Realismus in der Politik ein ganz wichtiges Kriterium. Aber von vornherein zu sagen, wir machen alles hinter verschlossenen Türen und was in anderen Ländern geht, das geht bei uns nicht, das trägt überhaupt nicht zur Transparenz bei. Und eher Politikverdrossenheit passiert dann, wenn die Leute merken, sie erfahren nicht, warum passiert hier was. Und Ihre Vorschläge werden nicht gehört. Ich gehe davon aus, Herr Minister, dass auch Sie Vorschläge von Praktikern, von Bahnern, die wir nämlich auch bekommen haben und die nicht nur von Nutzern gewesen sind, dass Sie die auch bekommen haben. Und da werden Sie erkannt haben, dass auch die ein Interesse daran haben, dass kurzfristige Lösungen hier herbeizuführen sind und die auch herbeigeführt werden können. Und dafür, dass die DB AG hierher kommt und uns eine Ansage macht, dafür brauchen wir überhaupt keine Konferenz. Das können die einfach schriftlich machen und dann sollen wir sehen, wie wir zukommen. Das kann überhaupt nicht unser Herangehen an eine solche Fahrplanerstellung oder an solche Probleme sein. Unsere ist es jedenfalls nicht.